kann einfach nicht aufgeben oder langfristig einen Erfolg habe. Ziemlich frustriert bin und kotze im Strahl. Personal Training versus Gym. Hi, wir sind in Woche 4 meiner Wellness Journey. Ich glaube, ich habe noch nie in so dieser Art in meinem Schlafzimmer gefilmt. Aber heute sind 33 Grad und obwohl es morgens ist, kriege ich keine Luft. Deswegen entschuldige ich dieses knappe Outfit. Aber gut, das Video geht natürlich auch ein bisschen um meinen Körper, aber es soll auch so ein bisschen noch mehr darum heute gehen. Wie geht es mir nach 4 Wochen? Und vor allem der Titel hat sich doch so ein bisschen bei mir manifestiert und ich denke die ganze Zeit, Jamina, aufgeben ist keine Option. Ich sage einfach die ganze Zeit, nein, du musst es jetzt einfach, ich habe schon wieder meinen Verlobungsring nicht um. Was bin ich eigentlich für eine Verlobte? Du musst jetzt einfach weitermachen. Es ist jetzt dein Weg und du hast es dir vorgenommen und es ist für deine Gesundheit und die ganze Zeit denke ich mir, meine Gesundheit ist das Allerwichtigste, was ich mir nicht auf der Welt kaufen kann. Ich muss an meinen Körper und an meine Gesundheit denken. Auch letzte Woche wollte ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die positive Richtung bringen und ich habe nicht wirklich geweint, weil ich keine Erfolge sehe und die bis jetzt auch noch wirklich so medium da sind, sondern vielmehr, weil ich einfach schon mein Leben lang kämpfe. Und auch nicht, weil ich meinen Körper hasse oder weil ich irgendwie denke, oh, ich sehe so schlimm aus oder irgendwas. Und ich einfach Angst habe, dass ich diesen weiteren Kampf, ich weiß nicht, das gefühlt 100. Mal, dass ich diesen Kampf quasi wieder verliere und dann in ein paar Jahren wieder bei Null anfange. Und das war dieser Punkt, der mich sehr, sehr traurig gemacht hat in dem Video. Nur um das nochmal ganz kurz klarzustellen. Ich wertschätze eure Kommentare total. Ich finde es mega schön, wie ihr zum größten Teil sehr, sehr reflektiert das alles betrachtet und ich euch einfach mit dem ganzen Thema so ein bisschen motivieren kann und wir das einfach gemeinsam machen. Das finde ich einfach super, super schön. Ja, 4 Wochen später ist es für mich weiterhin wirklich ein täglicher Struggle, ein täglicher Kampf mit mir selbst. Gar nicht des Sportes wegen und ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Wege bei vielen. Mir macht es Spaß, zu dem Thema Spaß komme ich aber gleich beim Sport. Dieses Konstante in die App eingeben, ich benutze die App LiveSum. Das ist irgendwie einfach so anstrengend und so ätzend und ich denke mir die ganze Zeit so, oh, wann habe ich den Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich brauche diese App nicht mehr. Ich esse halt intuitiv und weiß genau, was mein Körper möchte, was mein Körper braucht und darauf, das ist quasi das Ziel, ne? Viele schreiben mir auch, Jamina, probier doch XY. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil ich möchte das wirklich aktuell ohne eine Richtung gehen. Also wir sagen jetzt Low Carb, Ketogen, Paleo und so weiter. Und da gibt es ja natürlich auch gewisse Anbieter für gewisse Dinge. Ich mache das aber ganz bewusst nicht, weil ich möchte einfach für mein Leben lang etwas finden, wo ich endlich das langfristig einen Erfolg habe. Und ich habe diese ganzen Sachen schon durch und gemacht und sobald ich damit aufgehört habe, bin ich halt wieder in die andere Richtung gewandert. Und mein Fokus ist es halt einfach wirklich, dass mein Körper gesund ist. Und ich weiß, viele haben auch geschrieben, du bist doch gar nicht übergewichtig und ich weiß gar nicht, was du hast, du siehst doch toll aus. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht toll aussehe. Und ich habe ja schon ganz oft gesagt, ich habe so viel Selbstliebe für mich und ich weiß, dass ich gut aussehe. Und ich hoffe, dass jeder das von sich sagen kann. Dass jeder sagt, ja, ich sehe gut aus, ich finde mich hübsch, ich sehe toll aus. Das ist gar nicht das Thema, sondern wirklich, ich meine, ihr steckt ja nicht in meinem Körper, aber ich habe halt wirklich Knieprobleme. Ich habe Probleme im Alltag, mir tun ganz viele Dinge weh. Ich kann viele Sachen nicht machen, weil ich einfach zu viel wiege. Ich habe zu viel Gewicht auf meinen Knochen und das hat nichts mit Schönheitsideal oder ich tendiere zu Essstörung oder irgendwas zu tun, sondern das ist einfach faktisch so. Und ich glaube, weil ich dieses Wissen habe mittlerweile, dass es um meine Gesundheit geht und schon lange nicht mehr darum, dass ich irgendwie schlanker sein möchte oder klar möchte ich auch wieder in meine alten Sachen reinpassen, aber ich glaube, deswegen habe ich das so für mich manifestiert, ich kann einfach nicht aufgeben. Auch wenn ich jetzt nach 4 Wochen, ganz ehrlich, nicht wirklich Erfolge habe und ich ziemlich frustriert bin und ich ziemlich angenervt davon bin und die ganze Zeit denke, wow, ich mache so viel und ich gehe so oft zum Sport und ich achte auf meine Ernährung und was mache ich falsch oder
ist mein Körper irgendwie, um Gottes Willen, mein Kaktus wächst an die Wand. Der ist zu groß, ich gerade. Noch mehr Schweiß. Ich habe das Gefühl, ich wirke gerade zu ernst, aber weil ich einfach irgendwie alles so sagen möchte, was mir so in den letzten 4 Wochen so passiert ist. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man auch gerade in so einer Reise, die wir viele von euch auch angehen, dass man nicht mit dem Finger zeigt und sagt, oh Jamina, du isst viel zu viel oder oh, das, was du isst, ist nicht gut für dich. Das kann man einfach meiner Meinung nach nicht von außen beurteilen. Und klar, wenn ich jetzt euch jeden Tag zeige, ich esse Schokolade und Pizza, dann könnt ihr schreiben, Jamina, nee, lass das mal. Deswegen finde ich das immer schwierig zu sagen, du isst zu viel oder du isst zu wenig oder du machst das falsch, du machst dieses falsch. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie man Dinge rüberbringt, weil auch für mich ist es gar nicht einfach, das hier alles zu teilen und schon gar nicht einfach auch zu sagen, irgendwie bin ich gerade nicht wirklich erfolgreich. Wenn dann natürlich immer alles noch so unter die Lupe genommen wird, ist es auch echt schwierig, aber ich weiß, dass ich auch auf der anderen Seite ganz, ganz viele von euch hoffentlich inspiriere und dass wir das einfach als ein gemeinsames Projekt angehen, deswegen, ja, werde ich weiterhin diese Videos machen. Ihr habt ja gesehen, letzte Woche war mein erster Messversuch ein absoluter Fail. Ich habe nur zugenommen, also nur an Maße zugenommen im Vergleich zu Mai. Und ja, wir hätten natürlich in Woche 1 messen können, aber ganz ehrlich, das haben wir einfach vergessen. Jetzt haben wir auch Vorher-Nachher-Bilder, also nachher, ja, schön wär's, Vorher-Bilder gemacht. Auch da muss man, glaube ich, immer erstmal schlucken, wenn man sich so auf Bildern sieht in knappen Sachen und denkt sich so, pff, wow, weil klar, ich meine, ich bearbeite hier nichts, ja, so sehe ich aus, aber natürlich, wenn man Bilder macht oder was auch immer, jeder postet Bilder und Videos, wo er gut aussieht. Das ist doch menschlich, oder? Ich hau doch nichts ins Internet, wo ich denke, wow, okay, da siehst du gerade wirklich jede Rolle und jedes Doppelkinn auf dieser Welt und wow. Das macht man halt nicht, aber ich weiß ja, wie ich aussehe. Und am Freitag bin ich wieder bei meinem Personal Training. Und dann messen wir auch, weil wir haben am Anfang vor 4 Wochen gemessen und da haben die ja auch so eine Fettwaage und da können wir halt sehen, wie viel, ob ich an Körperfett verloren habe oder was ich an Masse aufgebaut habe und Muskeln wiegen ja auch mehr als Fett und so weiter. Also das weiß ich auch alles und deswegen bin ich gespannt, was da Freitag bei rauskommt. Dann habe ich auch noch einen Arzttermin und möchte einfach nochmal ganz sicher gehen, dass meine Blutwerte in Ordnung sind, dass ich wirklich nichts an der Schilddrüse habe, dass ich, was auch immer ich vielleicht haben könnte, nicht habe. Und dann möchte ich, oder beziehungsweise bekomme ich dann ein Rezept für eine Ernährungsberatung, weil mir das auch schon, ja, einfach ganz lange irgendwie so auf dem Herzen liegt. Ich möchte das einfach mal machen. Ich bin der Meinung, ich weiß viel, aber man kann, glaube ich, nie genug wissen. Und da kann ich euch auch super gerne mitnehmen, wenn ich das gemacht habe. Man kann das auch, wenn man so ein Rezept hat, so ein bisschen bei der Krankenkasse einreichen, dass die einem das auch teilweise, ich glaube bis zu 60% zurückerstatten. Also falls ihr sowas mal machen wollt, erkundigt euch da auf jeden Fall. Ich werde das machen und euch dann gerne berichten. So, jetzt Thema Motivation. Wie habe ich, weil am Ende des Tages habe ich ja Motivation, sonst würde ich das ja nicht die ganze Zeit machen. Wie finde ich die? Ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich, ich brauche einen Antreiber. Das bedeutet, ich musste diese unfassbar finanziell erschreckende Entscheidung treffen, mir einen Personal Trainer zu nehmen, weil ich brauche einfach diesen Punkt, ich muss da jetzt hingehen. Es gibt kein, oh nee, ich bin müde und oh nee, lass mal morgen machen, sondern es sind feste Tage und ich brauche einfach diese Verpflichtung. Ich brauche einfach dieses Schloss, was mich daran fesselt. Einige reicht es auch zum Beispiel, dass man sich mit einer Freundin verabredet und sagt, nee, da kann ich auf keinen Fall absagen. Klar war bei mir jetzt zum Beispiel auch so in Schweden mit Lela, habe ich mich verabredet, kann ich nicht absagen, ist doof. Deswegen sind alle meine Fitnessclub-Mitgliedschaften, da war ich so eine Karteileiche. Die haben sich halt gefreut. Ja, schön, da bezahlt jemand, aber kommt nie. Weil da halt niemand auf mich wartet. Das so viel Eigenmotivation habe ich halt nicht. Also mich selber irgendwie aufzuraffen und regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen,
No. Dann sind wir schon beim Thema, was motiviert einen noch? Ja, Spaß haben. Deswegen ist Fitnessstudio nichts für mich. Und deswegen wollte ich gleich mal einen Freund reinholen, weil der nämlich ja ins Fitnessstudio geht. Und der kommt damit klar. Und ich wollte ihn halt fragen, was sie Personal Training versus Gym. Ich glaube, man muss einfach nur was für sich finden, was einem Spaß macht und wo man auch dranbleibt. Wenn ich jetzt den ganzen Zeit an einem Gerät trainieren müsste, um Gottes Willen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt zum Läufer, ich kotze im Strahl. Es ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Ich glaube, einer der großen Faktoren ist, um dran zu bleiben, man muss wirklich, egal was das ist, auch wenn du Pole Dance machst, das ist mega das geile Workout, dann mach das, anstatt einfach ins Fitnessstudio zu rennen, wenn es dir keinen Spaß macht. Jetzt hole ich mal kurz meinen Freund und lege mir mal kurz meine Ringe an und frage ihn, was ihn ins Fitnessstudio treibt. Jetzt bist du wie mein Verlobter. Die Ringe sind dran. Okay. Weg vom Freund. Hast du mir Notizen gemacht? Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Was ist das denn für ein tolles Teil? Das? Jetzt möchte ich. Wie? Weil ich wusste, dass du jetzt 3 Stunden darüber erzählen möchtest. Das ist ein ganz tolles Teil. Das ist ein digitaler Notizblock. Okay, dann ich habe hier meine Notizen ganz altmodisch aufgeschrieben. Und die Frage ist, Personal Training versus Gym. Meine erste Notiz ist das Thema Verbindlichkeit. Mhm, habe ich, ja, meinte ich auch schon. Genau, und wenn du halt um 7 Uhr PT hast, dann gehst du um 7 Uhr zum PT und mein Fitnessstudio macht um 8 auf, aber ich bin meistens erst kurz nach 9 da, einfach weil ich dann jemanden habe, der auf mich wartet. Und das ist natürlich relevant, ab und zu geht man dann halt auch gar nicht hin. Und unsere Motivation ist, dass wir gegenseitig wissen, der andere macht auch was. Ja, genau. Quasi. Was macht man jetzt, wenn man alleine ist und niemanden hat? Oh nein, was ist das? Dann muss man sich einen Trainingspartner suchen. Genau. Es gibt so viele Apps. Es gibt gerade so zum Beispiel Freeletics, was Lela macht. Da kann man auch gucken, wer gerade in der Umgebung ist und das auch macht. So kann man sich jemanden suchen. Man kann in irgendwelchen Gruppen was schreiben. Ich glaube, wenn man das wirklich will, findet man jemanden. Und die andere Person wird wahrscheinlich auch mega dankbar sein und denken, endlich. Ich muss nicht mehr alleine trainieren. Ich habe als zweiten Punkt das Thema Abwechslung aufgeschrieben. Mhm. Weil wenn ich ins Gym gehe, kriege ich halt einen Trainingsplan und den zieht man dann 6 Wochen durch und macht dann 6 Wochen lang die gleichen 6 bis 9 Übungen, je nachdem, wie lange man da sein will. Und das ist bei dir halt anders. Ja, also das ist auch für mich ein Grund, wieso ich im Fitnessstudio immer gelangweilt war und dann auch nicht mehr hingegangen bin, weil ich immer, ja, ich wusste ja schon, was kommt. Und es war für mich irgendwie keine Challenge. Klar hätte ich mich verbessern können, hätte schneller sein können, mehr Gewicht. Aber ich brauche halt diese Abwechslung. Beim Personal Training ist es halt so, da du gehst halt hin und dir ist ein Trainingsplan schon dargestellt. Mhm. Ja, genau. Und das hat halt alles einen Preis, weil da sind wir, glaube ich, bei dem großen oder dem größten Unterschied. Personal Training kostet halt das 10-fache? Das kostet bestimmt das 20-fache. Also insgesamt kannst du sagen, das 20- oder 30-fache sogar. Wenn du jetzt in so einer Billigkette bist, dann ist es natürlich... Ja, bin ich. No offense. Ganz ehrlich, wüsste ich, dass ich da Erfolge erzielen würde und ich das irgendwie nicht schon 30 Mal im Leben versucht hätte, ich wäre im Fitnessstudio. Weil ganz ehrlich, das bezahle ich auch nicht aus der Portokasse, dieses Personal Training, und ich verzichte jetzt auf ganz viele andere Dinge. Aber mir ist es halt so wichtig, dass es einfach meine höchste Priorität ist. Und deswegen bin ich bereit, das Geld für mich zu bezahlen. Dadurch, dass du ja das Personal Training hast, habe ich ja sogar noch ein paar bisschen mehr Anreize, sodass ich das nicht machen muss. Auch sagen, wieso? Zum Beispiel Walking Lunges wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das zu Hause zu machen, sondern das habe ich mit in mein Heimprogramm aufgenommen, weil du das ja mitgebracht hast sozusagen. Ich bin so ein Influencer in jeder Lebenslage. Das ist der Wahnsinn. Sogar im Fitness, siehst du? Wow, ich werde Fitnessblogger. Ich glaube auch nicht daran, wenn man noch nie Sport gemacht hat, dass man sofort einen Personal Trainer braucht. Vielleicht muss man auch erstmal ein bisschen herausfinden, was mag ich überhaupt und fühle ich mich in der Öffentlichkeit wohl, weil das finde ich ist auch so ein Thema. Viele mögen nicht ins Fitnessstudio zu gehen, weil da zu viele Leute sind. Mag ich lieber zu Hause trainieren? Was brauche ich dafür? Also ich glaube, das sind so verschiedene Schritte, die man gehen muss. Natürlich ist das Geld immer ein Faktor, überall im Leben. Was kann ich mir leisten? Was möchte ich mir leisten? Ich kann nur sagen, ich bin gerade über diese Investition in mich sehr, sehr happy mit meinem Personal Trainer. Du? Ich bin froh, dass dir das Spaß macht und ich bin mit meiner Investition in mein Fitnessstudio auch relativ happy. Ein Thema, was man natürlich noch sagen muss, großer Vorteil von zu Hause trainieren, ist Zeit. Ja, wenn du direkt aus dem Bett in das Home Gym gehen kannst, dann ist es natürlich sehr viel einfacher.
und spart unfassbar viel Zeit, wenn man sich auch nicht extra noch schick anziehen muss fürs Gym oder so. Spannend. Wir berichten so, je nachdem, wie es weitergeht mit uns. Du musst jetzt los. Ja, Haare. Friseur. Kurzer Schnitt. Tschüss. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Sobald ich mich da auch wirklich ein bisschen sicherer fühle, filme ich auch super gerne beim Personal Training. Ich weiß, dass das viele sehen möchten. Aber ihr müsst auch verstehen, dass ich ja auch auf einer Reise bin und nicht jeden Tag das Selbstbewusstsein mit Löffeln fresse. Deswegen gebt mir da noch ein bisschen Zeit und dann filme ich das auch bestimmt super, super gerne mal für euch. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, das kostet nichts. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und mich würde auch mega interessieren, wie es bei euch aussieht. Seid ihr beim Personal Training, seid ihr im Fitnessstudio? Ich glaube, wenn man die Kommentare so durchliest, auch für alle anderen, ist es, glaube ich, super, super wertvoll. Deswegen macht das sehr, sehr gerne und dann sehen wir uns am Sonntag in einem neuen Video.